Die Halle ist nochmal heiß gelaufen zum Spiel der Mühlenkreisauswahl gegen den VfB Stuttgart. Und das ist doch mal ein Spiel für eine Turnierpremiere. David Jackson jetzt zweites Spiel überhaupt beim Freeway Cup. Das erste eben souverän gemeistert. Und dann gleich die Mühlenkreisauswahl nach dem Auftaktsieg. Also nach dem ersten Sieg im Turnier gegen Werder Bremen. Das erste Spiel ging ja gegen Schalke mit 0:3 verloren. Stuttgart mit 4 Punkten aus 2 Spielen, sicherlich gut aus den Startlöchern gekommen und ja, definitiv Favorit, Tabellendritte der Oberliga im Schwabenland. Mühlis in etwas ungewohnter Farbkombination. Alten Trikots ausgepackt. Dunkelblau, hellblau, orange. Der letzte Schrei im Raum Lübbecke-Minden. Wieder Parade von Kilian Rische. Stuttgart startet druckvoll. Schon 2 gute Möglichkeiten in den ersten 1,5 Minuten. Dort festgelegt, Abstand eingehalten. Oh, wir brauchen Freistoßspray. Gesehen? Da sind die alle nochmal einen Meter nach vorne gehüpft. Also, wir brauchen dringend Freistoßspray in der Halle. Die Mühlis. Von wegen immer so lieb und Underdog. Faustdick hinter den Ohren haben die's. Naja, im Vorfeld zu lesen. Vielleicht sind wir sogar bisschen besser vorbereitet. Oh, Kilian Rische hier mit dem Fehlpass. Stuttgart spielt sofort aus und dann ist der Ball auch im Tor. Das wird natürlich sofort genutzt. Dieser Aufbaufehler passiert. Schwamm drüber. Babis Drakas trifft. Hier sehen wir es nochmal. Also vielleicht sind wir sogar ein Tucken besser vorbereitet, weil wir natürlich uns seit Wochen rein auf die Halle konzentrieren. Das ist bei den U16-Teams so natürlich nicht der Fall. Dass es einen kleinen taktischen Vorteil geben könnte, so die Hoffnung im Vorfeld. Sicherlich richtig. Natürlich andere Attribute, so wie Körperlichkeit, Athletik. Sieht etwas anders aus. Tjaak Rotermund hier mit dem ersten Schussversuch. Der Spieler der JSG, Lohr Bad Oeynhausen. Die ja den größten Block hier bei den Mühlis stellen. Zusammen mit dem FC Preußen Espelkamp. Also früher Rückstand für die Mühlenkreisauswahl. Unterstützung gibt es trotzdem in der Halle. So, jetzt der Ballverlust. Gleich der Schussversuch. Schade. Guter Versuch. Mike Bartin. Da war Jan Utech weit mit aufgerückt, hat er gut erkannt. Jetzt gut, die Stuttgarter. Guter Mund, also der ist robust. Das war eben schon zu sehen gegen Bremen. Scheut da kein Körperkontakt. Rische jetzt hier mit dem Versuch. Wechsel bei der Mühlenkreisauswahl. Der nächste Block auf der Platte.
Gut hingeschoben. Freistoß. Pfiff. Oh, im Nachfassen. Jan Utech. Trainerteam der Mühlengrasers Wahl. Daniel Bünker und Bernd-Uwe Hombracht. Ja, zum zweiten Mal dabei. Letztes Jahr noch unterstützt durch die Mühlenkreis-Legende, so kann man es, glaube ich, sagen. Heinz Zwingmann, der jahrelang dabei war, hat die beiden noch eingearbeitet und begleitet und in diesem Jahr zum ersten Mal alleine verantwortlich. Wir haben tolle Noten bekommen für den letztjährigen Auftritt, haben die Mannschaft super eingestellt, gab tolle Erfolgserlebnisse, viele Tore. Insgesamt ein klasse Auftritt der Mühlis. Hier bisher das erste Spiel sicherlich in Ordnung. Das zweite leidenschaftlicher Kampf. Und jetzt gegen starke Stuttgarter. Nicht so leicht für unsere heimische Auswahl. Fußballerisch zumindest der erste Block wirkte aus der Erinnerung heraus. Vielleicht noch ein Tucken stärker. Haben mehr am Ball gemacht. Es gibt jetzt Freistoß für die Stuttgarter. Da wird Jackson noch ein Foul erkannt, kurz vor dem Abschluss. Es gibt auch keine Proteste. Ach, schauen wir mal, bleiben sie jetzt stehen. Wieder. Der Rische holt sie nach vorne. Also, Schlitzohren. Stuttgart kontrolliert das Geschehen. Fische pariert. Abstand war nicht eingehalten, deswegen zweiter Versuch. Reingelupft. Die Mühlis brauchen jetzt mal so ein Faustschlag, so ein Magentreffer. Buchstäblich gesehen. Einfach um zu zeigen, hey, wir sind auch da. Gute Balleroberung jetzt. War aber nicht konsequent. Zum Abschluss. So, wichtiges Duell jetzt an der Bande. Klasse, den Ball geholt. Jetzt wird Tempo aufgenommen. Schade, der Abpraller. Und dann die gute Möglichkeit für Timo Wiechmann. Vom SV Eidinghausen-Werste. Das war doch mal so ein kleiner hier bin ich Schlag. Schüttel wieder am Ball. Das ist unglaublich konsequente Passspiel, lassen die Kugel gut laufen. Sehr genau. Hohes Passtempo auch. Sehr schwierig für die Kreisauswahl da im richtigen Zugriff zu kommen. Immer wieder der Versuch. Der aber mal ungenau wieder Rische am Ball. Der hier ein gutes Spiel macht. Viele Paraden schon gezeigt und dann aber wieder der Fehler. Das war beim 0-1 schon so unglücklich. Ich glaube, es ist der gleiche Torschütze von eben, der wieder profitiert. Babis Trakas. Oh. Da waren sie gerade am Wechseln und dann holt er eben mal den Ball in die Füße. Da gibt es ein paar Grundregeln. Immer Blickkontakt. Möglichst. Wenn der Ball abgerollt wird. Egal. Munter putzen, weitermachen. 3 Minuten 20 noch auf der Uhr. So, was gibt's jetzt? Ein bisschen Diskussion. David Jackson mit Lukas Laupheimer. Laupheimer ja im erweiterten Kreis der U16-Nationalmannschaft.
Ja, wieder guter Schussversuch. Erhalten. Oh, da war der Arm leicht draußen, aber ich glaube nicht, dass das für einen 9 Meter reicht. So, Konterchance für den VfB. Da ist rüber gespielt. Macht er den Hattrick? Nein. Aber jetzt ist der Ball im Tor. Müsste Torben Holoch gewesen sein. Ja, Holoch war's. Satter Schuss zum 0:3. Aussicht im Mühlenkreisauswahl. 2,5 Minuten vor dem Ende. Kräfte lassen vielleicht auch im dritten Spiel des Tages so ein bisschen nach bei der Auswahl. Waren ja doch eine Menge Emotionen und Eindrücke zu verpacken. Bis auf Rische ja alle Spieler neu dabei und sicherlich noch nichts Vergleichbares gehabt. Morgen früh geht es dann in die letzte Vorrundenpartie gegen Eintracht Frankfurt. Ist der Schlussversuch hier. VfB Stuttgart trifft morgen noch auf den VfL Wolfsburg. Und kann dann zweistellig werden, kann auf 10 Punkte hochschrauben. Darische mit einer Faust. Noch 1,5 Minuten. Ja, es lohnt sich der Klick. FreeBackCup.de, der Live-Score. Viele, viele Tore sind schon gefallen. Wie viel Torbeteiligung, wer sticht jetzt schon raus? Alle Ergebnisse zu sehen auf FreeBackCup.de. Der Klick lohnt sich rein. Auf der Homepage des Turniers. Letzte Minute läuft. Nochmal über die Bande gespielt. Zumindest ein Ehrentreffer wäre doch jetzt schön. Um einfach nochmal mit einem guten Gefühl ins Bett zu fallen. Auch die Mühle schlafen mehr im Hotel heute. Auch das ist ja eine außergewöhnliche Erfahrung. Geht nicht nach Hause. Die Halle klatscht nochmal. Nochmal die Balleroberung jetzt. 14 Sekunden vor dem Ende. Stuttgart gewinnt nochmal den Ball. 2 gegen 2. Wie spielen sie es aus? Sie spielen es gut aus. Aber Rische ist nochmal da. Wunderbar. Dass es hier nicht zu deftig wird. Schussversuch nochmal geklärt. Und ich glaube, das war's. Mit 3:0 gewinnt der VfB Stuttgart gegen die Mühlenkreisauswahl. Wir melden uns gleich mit Leipzig gegen Frankfurt.